Okay, rein, 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 rein. Hallo zu Minecraft Clash. Da, Paluten ist auch dabei. Hallo. Hallo. Das kann, oh, das dann kann... ist noch jemand dabei. Den nenne ich aber nicht. Auf den bin ich sauer. Warum denn? Sag ich nicht. Auf was den hat, bin ich sauer. Was hat er denn gemacht? Wer zu sagen? Dies, das, Ananas. Beides. Das ist ein bisschen der Punkt. Diesen, Ananasen. Diesen, Dasen, ja. Ananas. Alles gut bei euch ansonsten? Alles gut. Ja, und ihr seid scheiße. Nein, wieso? Ich hab dir doch gar nichts getan. Nein! Nein! Was? Nicht was? Schon wieder! Er stirbt. Nicht schon wieder! Nein! Er stirbt! Er stirbt! Nein! Nein, glaube ich nicht. Vampirman! Vampirman stellt ihn! Vampirman stellt ihn! Oh. Hast du ihn getötet? Ne, du? Glaubst du nicht ernsthaft, dass er da... Hä, wieso eben? Macht keinen Sinn, dass er da hingeht. Aber ich hätte ihn sowieso dumm gehalten. Vor allem, wie schnell soll er denn da gewesen sein? Das weiß niemand so genau. Also. Mann! Verfickter Kottikott-Kack! Wollten wir nicht eigentlich Tag machen? Ja, wollten wir. Sollen wir nochmal neu starten? Wir können nein. Einfach Tag machen. Eben. Also es ist jetzt ja kein nichts Schlimmes, wir wollen einfach nur... Es ist was sehr Schlimmes passiert, doch. Ich habe schon Sachen gecraft, wir können nicht neu machen. Es ist was sehr, sehr Schlimmes passiert, Leute. Was ist denn bei dir passiert? Ach, das sage ich lieber nicht. Eieiei. 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 Typischer Winzer wieder hier am Start. Ja, typischer Winzer. Boah, ey, wisst ihr, was ich vergessen hab? Was? Auf die Toilette zu gehen. Oh, ich hab noch im letzten Video gesagt, Leute, ich muss auf die Toilette und... Ja, aber du hast nicht gemacht. Ja, mein Gehirn ist manchmal ein wenig verquer. Hm, ich weiß. Wie? Oh, okay. War das jetzt ein kleiner Diss? Ja. Oh, krass. Ist schon ein alter Lausbub, ist er. Der Felix. Ja, ja. Das kann doch nicht sein, oder? Freunde, was macht ihr so Schönes? Erzählt mir. Ich versuche mir gerade einfach nicht in die Hosen zu pinkeln. Das ist so mein oberstes Ziel. Und das nicht erst seit gestern. Ich versuche meine neue Existenz aufzubauen, außerhalb der Mauer, ohne euch. Ihr macht immer alles kaputt. Das ist nämlich der Punkt. Arsch. Würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Also, ich habe von dir nie was kaputt gemacht. Ja, jetzt leuchtet ihr es auch noch. Aber ich check das schon. Sitterare Ventra. Kennt ihr noch das Lied? Sitterare Ventra. Spine Lite Dota. Ihr nervt mich, ich mute mich. Okay, tschüss. Ja gut, ich habe mich auch einfach mal gemutet. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt hier alles... Okay, kurz mal raus hier. Hallo? Entschuldigung? Oh, das hat funktioniert. Ich wollte ja eigentlich hier mal gucken gehen. Revi, bist du noch da? Okay, scheinbar ist er nicht da. Ich werde jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwas gedeichselt bekommen. Den Heli packe ich lieber nochmal irgendwo weg. Macht vielleicht Sinn. Vielleicht aber auch nicht. Weil er weiß, dass wir kommen. Man weiß es nicht. So, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen umgucken. Da vorne ist ja schon wieder der ganze Stissel. Ich will eigentlich nicht großartig schnacken, Kopf in Nacken. Ich könnte hier natürlich meine Sachen... Ach, das ist ein Dingens gewesen. Alter Schwede, hatte ich gerade einen Herzinfarkt. So... Wir packen mal wieder ein bisschen was hier weg. So, Waypoint. Hö, wieso kriegt der noch den Waypoint von meiner Dingens angezeigt? Bin noch ganz woanders. Safe. Okay. Dann mal weiter. Gucken wir mal, ob wir hier in irgendeiner Weise etwas gedeichselt bekommen. Das ist ja auch nicht ganz verkehrt. Müssen wir hier mal gucken, was hier so geht. Denn der gute alte Felix... hat natürlich Spawn Protection, weil er im Clash gestorben ist und deshalb macht das wenig Sinn, bei ihm anzugreifen. Denn ich bin euch ja noch was aus der letzten Folge schuldig. Ich würde sagen, wir gehen einmal um die Base rum. Das macht irgendwie mehr Sinn, weil dann können wir von oben wieder irgendwie reingucken. Stehen hier nicht so wie so ein Ochs vom Berg, wie man immer so schön sagt. Nicht? So ist das. Sondern wir wollen ja ein bisschen angreifen. Das macht ja irgendwie mehr Sinn. Bisschen Spaß zu haben. Wir sollten aber auch anderen Kram nicht vernachlässigen, nämlich hier so ein bisschen Mushrooms mitzunehmen. Vor allem sollten wir es nicht vernachlässigen. Warte mal, ich weiß doch eigentlich, dass sein Portal irgendwo hier war. Und wenn er wieder im Nether ist? Man weiß es nicht. Aber ich will mich jetzt hier nicht von ihm überraschen lassen. Deswegen gehen wir lieber mal auf die Rückseite.
seiner Basis. Ist die Tür dort offen? Ne, ich sehe es leider nicht genau. Oh Mann, Alter, die Nervosität und jetzt hier dieses tatsächliche Übertriebens auf die Wo? Was war das? Ach, das ist ein Zombie. So, gehen wir mal nach oben. Okay, wir haben noch ein bisschen was zu essen. Aber wir sollten hier alles genau im Überblick behalten. Hä? Achso, das hatte ich schon mal beim letzten Mal angemahnt. Hier liegt einfach ein Helikopter. Läuft! Wieso liegt hier ein Helikopter? MH Little Bird. Wieso liegt da einfach ein Helikopter rum? Jetzt müssen wir aufpassen. Wir müssen gucken, wo er sich aufhält. Da kann ich keine Bewegung ausmachen. Hier ebenfalls nicht. Ich sehe nur den Zombie. Aber der Zombie wird doch ihn anvisiert haben, oder nicht? Der wird doch... Für gewöhnlich visiert er einen Gegner an und rennt dann. Das bedeutet, vielleicht ist er wieder in seiner Basis. So, jetzt habe ich... Leute? Leute? Bitte? Jemand da? Okay, ich bin doch gemutet. Alles easy. So, wir gucken weiterhin, ob wir Bewegungen ausmachen können. Da sind auf jeden Fall ganz viele Fackeln. Es ist das letzte Mal, ist er in die Richtung in sein Portal gegangen. Habe ich da nicht gerade irgendwas gehört? Achso, das ist ein Skelett. Okay. Kurz mal hier reingucken. Okay. Wow, was bist du da hinten? Wow, 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 was war das? Was war das? Was war das? Nur kurz mal ein bisschen runter gucken hier. Sieht aber nicht so aus, als wäre da jemand zu Hause. Nee. Also da kann ich niemanden ausmachen. Wir gehen noch mal kurz nach oben. In den zweiten Stock. Oh Gott, bin ich nervös. Gucken noch mal kurz. Sehen wir da irgendjemanden? Also ich sehe keine Bewegung. Auch nicht da unten. Also ich weiß nicht, ob er sich hier irgendwo befindet. Ist auf jeden Fall nicht zu Hause. Glaube ich zumindest. Schwören würde ich es jetzt nicht. Mann, wo ist denn der? Wenn ist er in den Nether gegangen? Oder er ist direkt zu mir? Eins von beidem. Weil zu Hause ist er definitiv nicht. Was heißt definitiv nicht? Ich sehe natürlich unten nichts. Also nichts hundertprozentiges. Hier kriege ich wieder Fallschaden, das wäre blöd. Hier aber nicht. Ist hier nicht gerade eine Kuh gestorben? Okay. Ich sehe niemanden. Hat es hier gerade gerumst? Ich weiß nicht, ob es... Hier ist definitiv niemand. Ich hoffe einfach, dass er am Ende der Folge nach Hause geht. Huh? Hier kommt man einfach rein. WTF? Hier kann ich zumindest spähen. Von außen. Aber wenn es natürlich Nacht wird, habe ich ein Problem. Aber dann hat er auch ein Problem, wenn er irgendwo geiert. Ich könnte mich natürlich in seiner Basis verstecken. Ist, ob er hier irgendwo ist.
Okay, rein, 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 rein. Gucken, 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 gucken. Ich sehe jetzt spontan niemanden. Gehen kurz hier hin. Sehe jetzt hier gerade niemanden. Innerhalb der Base. Okidoki. Schauen wir mal. Irgendwann wird er hier... Er muss doch bestimmt innerhalb der Folge nochmal zurück. Das ist leider... Es müsste Nacht werden. Schnell nochmal was essen. Okay, ich höre zumindest Zombies. Ich meine, es kann mir jetzt niemand vorwerfen, dass ich hier nicht in die Offensive gehe. Ich bin der Einzige, der angreifbar ist, ist Revi in dieser Folge, weil Felix hat noch Sperre. Der hat noch Spawnschutz. Und hier ist auch niemand. Also da ist auf jeden Fall niemand. Der einzige Weg ist ja durch die Tür oder hier durch. Wir müssen leise sein. Da ist keiner. Man sieht nur die Fackel. In 3 Minuten ist auch Ende. Also er ist zumindest nicht in seiner eigenen Base. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber wo ist er denn? Wird es jetzt endlich mal Nacht? Weil dann wird er eigentlich... Wird er gezwungen, nach Hause zu gehen. Und wenn wir ihn jetzt hier erwischen, überraschen können, weil wir haben 50 Schuss. Die können wir hier auf naher Distanz schön in ihn reinballern. Aber ich sehe... Ich höre nur die Zombies. Jetzt wird es auf jeden Fall schon dunkel. Ich höre keinen Helikopter. Er könnte natürlich jetzt im Nether Farm sein. Und das für eine längere Zeit. Aber ich glaube nicht, dass er so lange wegbleibt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Gucken nach oben. Jetzt wird es auf jeden Fall Nacht. Ich geh nochmal schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück, schnell zurück. Hier in die Ecke. Okay, jetzt ist es Nacht. Entweder kommt er jetzt nach Hause. Also wir haben noch 2 Minuten. 2 Minuten noch, in denen er... Weil, was sollen wir jetzt machen? Jetzt ist sowieso Nacht. Wir müssen uns jetzt hier damit arrangieren. Oder beim nächsten Mal dann tatsächlich sein Netherportal suchen. Um dann möglicherweise... Psst. Ich höre die Zombies. Aber ansonsten höre ich nichts. Hier bewegt... Wartet. Ruhig, Leute. Da ist auf jeden Fall ein Skelett. Ich frage mich, ob es Schaden bekommt. Weil dann heißt es, dass er hier ist. Aber wir würden das ja an der Tür allein schon hören. Oder an den Leitern. Wenn die Tür aufgeht... Müssen wir uns umdrehen und attackieren. Aber es geht keine Tür auf. Es passiert nichts. Wo ist er? Und wo ist Felix? Felix könnte auch in die Offensive gehen. Aber der wird wahrscheinlich erstmal wieder Kram farmen. Es bringt auch nichts, jetzt rauszugehen, weil dann draußen einfach alles dunkel ist. Und ich dann wahrscheinlich wieder von einem Gravity Creeper zerfetzt werde. Oder in den Grund und Boden geflamed werde. Mann, wo ist er? Wo ist Dena? Wo sind alle? Kann nicht wahr sein. Die Tür muss wenigstens nochmal aufgehen. Die Tür muss aufgehen. Geht aber nicht auf. Geht einfach nicht auf. Komm, komm nach Hause, Revi. Wieso? Hier kommt auch niemand. Aber jetzt ist gleich in ein paar Sekunden das Ende Gelände. Und hier ist niemand. Ich guck nochmal raus. Aber abgesehen von Spesen nichts gewesen. Wir werden dann womöglich das nächste Mal, weil wo soll das? War der Adblock die ganze Zeit schon da? Ja, bestimmt. Weil wo soll er sich sonst befinden? Wenn ich im Nether, bei uns in der Base, dann würde er schon wieder sagen, Palle, er ist definitiv Farm. Ganz einfach, ist eine komplette Farmfolge hat er gemacht und wird wahrscheinlich die nächste auch noch im Nether farmen für Sprengpulver. Aber irgendwann muss er nach Hause kommen und dann haben wir ihn. Meine Damen und Herren? Ja? Es ist Ende, Gelände. Ah, okay.
Folge vorbei, mein Schlauser. Das ist okay. Ja, kannst du mitleben, ne? Gut, dann machen wir alle mal unsere Abmoderation und dann tüdelü. Tüdelü. So. Ja, ja. So, meine Damen und Herren, das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und ansonsten wünsche ich allen noch einen angenehmen Tag. Und ich verlasse noch nicht den Server, weil ich will es nicht verpassen, falls er jetzt gleich in die Base kommt. Driven Side left the game. Mist. Okay, jetzt habe ich 30 Sekunden Zeit. Ich bin fertig. Ja. Mist.